Kapitel 15 – Ein Herz, das Chaos in Ordnung verwandelt. Ich möchte, dass die Mädchen ihr Haus regieren. Erster Brief an Timotheus 5, Vers 14. Obwohl ich von Zeitmanagement und Organisation gehört hatte, hatte ich dem nie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn ich im Supermarkt an der Kasse stand, sah ich immer eine Zeitschrift, die einen Artikel bewarb, der meine Zeitmanagement-Probleme ein für alle Mal beenden würde. Als unersättlicher Leser verbrachte ich viel Zeit in Buchhandlungen, wo ich ganze Regale mit Büchern zum Thema Zeitmanagement und Organisation fand. Aber ich hatte lange Zeit nicht die geringste Motivation. Verantwortung und Haftung. Was mich schließlich motivierte, war kein Zeitschriftenartikel, kein Buch, kein Lehrer, nicht einmal die Bitten meines Mannes. Es war das Wort Gottes. Ich las weiter in meiner Bibel und benutzte meinen Rosamarker, um die Verse zu markieren, die für mich als Frau eine besondere Bedeutung haben, und so fand ich einen Vers, der mein unordentliches Herz wirklich berührte. Es war unmöglich, dass er das Wort regieren nicht sah, als er las: Ich möchte, dass die jungen Frauen dein Haus regieren. 1. Timotheus 5, Vers 14. Andere Bibelübersetzungen sagen: Stehe dem Haus vor oder sei die Herrin des Hauses. Die Botschaft war jedenfalls klar. Außerdem war der Grund für diese Aussage klar: Die jungen Damen der Gemeinde von Timotheus waren müßig und gingen von Haus zu Haus, und nicht nur Müßiggänger, sondern auch Klatsch- und Einmischer, die reden, was sie nicht sollen. Erster Brief an Timotheus 5, Vers 13. Sein lockeres, undiszipliniertes Verhalten veranlasste diejenigen außerhalb der Kirche, schlecht über das Christentum zu denken und zu sprechen. Vers 14. Es liegt auf der Hand, dass die Verwaltung eines Hauses einen positiven Beitrag zum Leben dieser Frauen leisten würde, da es zumindest bestimmte Gelegenheiten für diese negativen Verhaltensweisen beseitigen würde. Gott sprach zu mir. Sicherlich war ich faul und schuldig an mehreren anderen schlechten Verhaltensweisen, die in dieser Passage erwähnt werden. Es war klar, dass ich mich entscheiden musste zu handeln und einige Veränderungen umzusetzen. Aber um sicherzugehen, dass ich in die richtige Richtung gehe, wollte ich zuerst herausfinden, was Regel bedeutet. Ein Haus regieren bedeutet, das Oberhaupt zu sein oder eine Familie zu führen. Die Person, die ein Haus verwaltet, ist die Hausfrau. Diese Haushalterschaft ist jedoch rechenschaftspflichtig, da sie als die Aufgabe eines Haushalters oder Dieners beschrieben wird. Die Frau, die ihr Haus verwaltet, ist nicht der Haushaltsvorstand, sie ist ihr Ehemann, wenn sie verheiratet ist, oder Gott, wenn sie es nicht ist. Stattdessen ist sie die Hausfrau, die Verwalterin des Heims. Viele der Gleichnisse Jesu erhellen diese Art der Haushalterschaft. Typischerweise beschreibt Jesus in diesen Geschichten, die eine Lektion über das Reich Gottes lehren, einen Farmbesitzer, der in seiner Abwesenheit die Arbeit und den Hausrat an seine Haushälterin und seinen Verwalter delegiert. Das bekannteste dieser Gleichnisse ist das der Talente, siehe Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Wenn der Besitzer von seiner langen Reise zurückkehrt. Er ruft alle seine Diener, um ihm Rechenschaft über die geleistete Arbeit zu geben, während er weg war. Wie gut hatten sie das bewältigt, was er ihnen anvertraute? Ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, dieses Gleichnis spiegelt wider, was sie und ich zu Hause tun.
Jeden Tag werden wir gebeten, das zu verwalten, was Gott uns gegeben und durch unsere Bemühungen und die unserer Ehemänner bereitgestellt hat. Gott zieht uns zur Rechenschaft. Welch ein Segen ist es für uns, wenn wir ihm in dieser Hinsicht gut dienen. Was für ein Segen wir für unsere Familie sind, wenn wir das Haus richtig führen. Martin Luther schrieb, das größte Glück ist, eine Frau zu haben, der man seine Angelegenheiten anvertrauen kann. Genau darum geht es beim Hausverwalter. Ja, aber wie? Eine Frau, die will, was Gott will, eine Frau, die Ordnung statt Chaos will, eine Frau nach Gottes Herzen, wie verwaltet sie ihr Zuhause? Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wie ich angefangen habe, unseren Haushalt zu führen. Verstehen Sie zunächst, dass die Hausverwaltung Gottes Bestes für uns ist. Gott verlangt von Frauen nicht, dass sie es mögen, Hausverwalter zu sein, obwohl das mit der Zeit kommt, da wir als Ergebnis einer besseren Haushaltsführung eine Vielzahl von Segnungen ernten. Und Gott fordert uns nicht auf, den Wunsch zu haben, unser Zuhause zu verwalten. Er ruft uns einfach dazu auf. Heimmanagement ist sein Plan, sein Weg, es ist sein guter Wille, angenehm und vollkommen, für uns. Erinnern Sie sich an das Sprichwort, dass es mir hilft, Entscheidungen zu treffen. Das Gute, das Beste und das Beste, lass es niemals ruhen, wo es ist, bis das Gute besser ist und das Beste ist. Wir entscheiden uns dafür, unser Zuhause zu verwalten, und wählen Gottes Bestes für uns. Zweitens. Entschließen Sie sich, die Hausverwaltung ernst zu nehmen. Weil Gott die Verwaltung des Heims als Übungsfeld für unseren Dienst in der Gemeinde benutzt. Das hängt davon ab, wie gut Sie und ich unsere persönliche Beziehung zu Gott pflegen, wie hingebungsvoll wir unseren Mann und unsere Kinder lieben und wie effektiv wir unser Zuhause führen. Wir würden einen Dienst leisten. Es stimmt, wer wir zu Hause sind, das sind wir wirklich. Wenn ich zum Beispiel zu Hause einen schlechten Job mache, werde ich in der Kirche einen schlechten Job machen. Wenn ich zu Hause Abkürzungen nehme, werde ich dasselbe im Dienst tun. Wenn ich zu Hause ein sorgloser Verwalter bin, werde ich in der Kirche ein sorgloser Verwalter sein. Solche Gewohnheiten werden zu einem Lebensstil. Aber das Gegenteil ist auch wahr. Wenn ich zu Hause organisiert bin, bin ich wahrscheinlich auch in meinen kirchlichen Diensten organisiert. Wenn ich ein guter Verwalter meiner Aufgaben zu Hause bin, bin ich wahrscheinlich auch ein guter Verwalter der Aufgaben des außerhäuslichen Dienstes. Jesus sagte, wer im Geringsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Größten ungerecht. Lukas 16, Vers 10. Mir wurde klar, dass ich, so sehr ich wollte, nicht aus meinem Haus rennen, es im Chaos zurücklassen und in die Kirche gehen konnte, um die Arbeit des Dienstes zu tun. Ich habe verstanden, dass Gott mir die Verwaltung und Verwaltung meines Hauses anvertraut hat, und er nutzt diesen Hauptbereich des Dienstes, um mich darin zu schulen, andere Bereiche des Dienstes zu verwalten. Wenn ich zu Hause versuche, nach Gottes Anweisungen für mich zu leben, Anweisungen, die ich in seinem geschriebenen Wort finde, entwickle ich Treue und lerne, mich daran zu halten. Zu Hause werde ich ein treuer Verwalter, 1. Brief an die Korinther 4, Vers 2. Sobald ich mir selbst bewiesen habe, dass ich zu Hause ein treuer Verwalter bin, kann ich losziehen und die Arbeit des Predigtdienstes außerhalb des Hauses erledigen. Zu Hause ist alles in Ordnung, alles unter Kontrolle.
Für die Menschen wurde gesorgt und für den Ort auch. Meine Aufgaben als Verwalter auf innerstaatlicher Ebene sind erfüllt. Lassen Sie mich klarstellen, ich spreche nicht davon, Jahre und Jahrzehnte zu Hause zu verbringen und darauf zu warten, dass die Kinder erwachsen werden und gehen, damit sie weniger zu tun haben. Diese Entscheidung würde unseren Kindern nicht viel darüber beibringen, wie wichtig es ist, ein beitragendes Mitglied des Leibes Christi, der Kirche, zu sein. Aber wenn wir unser Zuhause effektiv verwalten, mehr darüber finden Sie im letzten Abschnitt des Buches, werden wir Zeit haben, uns bis zu einem gewissen Grad in irgendeiner Gemeindearbeit zu engagieren. Die tägliche Haushaltsführung wird in meinem Fall erledigt, wenn ich einen Reiseplan habe. Zu bestimmten Zeiten plane ich, mich der Hausarbeit zu widmen. Ich nehme mir immer Zeit, um meine Beziehung zu Jim und meinen Töchtern zu pflegen. Auch wenn ich vielleicht nicht in allen Diensten mitarbeiten kann, die ich gerne möchte, bin ich immer in irgendetwas in der Gemeinde involviert. Wenn wir Wichtiges planen, entsteht Ordnung aus Chaos. Drittens. Lebe so, als müsstest du für den Zustand deines Hauses und die Verwendung deiner Zeit Rechenschaft ablegen, denn das wirst du wirklich. In der Tat, wenn unser Ehemann oder jemand anderes zur Tür hereinkommt und einen Blick auf das Haus wirft, werden wir ihm offenbaren, was wir als Antwort auf Gottes Ruf getan haben, das Haus zu führen. Wenn Leute ihr Haus betreten, was sehen sie? Finden sie Ruhe oder Chaos? Ruhe oder Panik? Schloss oder Schweinestall? Hinweise auf Vorbereitung oder Aufschub? Denken Sie jetzt einen Moment an das Gefühl, das Sie haben, wenn Sie ein Hotelzimmer betreten. Empfang, Ordnung, Ruhe, Sauberkeit. Sie können sogar die Vakuumspuren auf dem Teppich sehen. Das Bett ist gemacht und denken Sie daran, dass es 80% der sichtbaren Fläche eines Zimmers einnimmt. Das Ende des Toilettenpapiers wurde zu einer Spitze gebogen. Wir lassen uns nicht von Fernsehen oder Radio betäuben. Ordnung herrscht. Jemand hat sich die Mühe gemacht, ein effektives Management durchzuführen, und seine Bemühungen machen den Raum zu einem Zufluchtsort. Heute Mittag verließen Jim und ich einen solchen Ort. Wir hatten 6 Tage in einem Hotel übernachtet, während Jim 5 Monate im Hauptquartier der Armee von Los Alamitos im aktiven Dienst war. Während ich diesen Satz schreibe, ist er mit einem Militärflugzeug auf dem Weg nach Fort Benning, Georgia, und dann für 5 Monate nach Würzburg, Deutschland. Jim ist im Ministerium, aber seit dem College ist er Apotheker in der Reserve der US-Armee. Dies ist das erste Mal seit über 30 Jahren, dass wir uns an Mobilisierung und Einsatz beteiligen. Los Alamitos ist sowieso zu weit von zu Hause entfernt, als dass Jim 5 Tage lang jeden Tag reisen könnte. Deshalb haben wir in einem Hotel übernachtet. Ich hatte die ganze Zeit dort ein Gefühl der Ordnung, obwohl es für unsere ganze Familie eine Zeit des Chaos war. Als wir heute abreisten, nachdem ich die Rechnung bezahlt hatte, gab mir der Hotelangestellte eine Karte zum Ausfüllen, in der ich Punkte für die Unterkunft und den während unseres Aufenthalts erhaltenen Service geben musste. Es war eine Freude, für jeden Punkt die maximale Punktzahl zu vergeben. Sie haben sich gut um uns gekümmert. Das Hotelpersonal kümmerte sich um unser Zimmer und unser Essen, sie gaben mir sogar 30% Rabatt auf Mahlzeiten. Als ich diese Bewertungskarte ausfüllte, dachte ich darüber nach, wie der Herr und meine Familie meinen Dienst, meine Mahlzeiten und meine Treuhandschaft bewerten würden.
Mit der Gnade des Herrn und mit den Managementfähigkeiten, die ich im Laufe der Jahre gelernt und praktiziert habe, werde ich besser. Es funktioniert, es auf Gottes Weise zu tun. 12 Tipps zum Zeitmanagement. Als Jim ein Seminarstudent war, ging ich freitags mit ihm aufs College und verbrachte den ganzen Tag in der Bibliothek. Dort fand ich den Abschnitt über Zeitmanagement und las systematisch jedes Buch und schrieb die Prinzipien von allen auf. Wenn ich also jetzt über Zeitmanagement und Organisation zu Hause nachdenke, möchte ich die 12 wichtigsten Zeitmanagement-Prinzipien mit Ihnen teilen, die den größten Unterschied in meinem Zuhause gemacht haben und mir dabei geholfen haben, Ordnung in mein Zuhause zu bringen. Nummer 1. Planen Sie sorgfältig. Führen Sie ein Tagebuch und schreiben Sie alles darin auf. Ich habe festgestellt, dass je mehr Pläne man schmiedet, desto besser man es schafft und desto mehr Erfolge erzielt man. Je detaillierter Ihre Pläne sind, desto besser. Versuchen Sie, zweimal am Tag zu planen, nachts schlafen gehen und gleich morgens, mehr dazu in Kapitel 22. Nummer 2. Kümmern Sie sich um heute. Alles, was Gott von Ihnen und mir verlangt, ist, dass wir uns heute, nur heute, darum kümmern. Jesus selbst sagte, sorgt euch also nicht um morgen, denn morgen wird seine Sorgen bringen. Ausreichend für jeden Tag sein eigenes Übel, Matthäus 6, Vers 34. Gott sagt auch, dies ist der Tag, an dem der Herr gehandelt hat, lasst uns jubeln und uns darüber freuen. Hervorhebung von Psalm 118, Vers 24 hinzugefügt. Der heilige Augustinus paraphrasierte Psalm 90, Vers 12, zähle jeden Tag als deinen letzten Tag. Jeder Tag ist wichtig. Was du heute bist, ist das, was du wirst. Heute bist du, was du geworden bist. Jeder Tag ist ein bisschen Leben, und unser ganzes Leben ist nur eine Wiederholung von Tagen. Nummer 3. Wert jede Minute. Finden Sie heraus, wie lange Sie brauchen, um jede Aufgabe zu Hause zu erledigen. Stehen Sie vor einer 2-Minuten-Aufgabe oder einer 20-Minuten-Aufgabe. Entscheiden Sie dann, ob dies die beste Zeitnutzung ist. Und wie viel ist eine Minute wert? Es ist unbezahlbar oder wertlos, es hängt davon ab, wie Sie es verwenden. Nummer 4. Bleiben Sie in Bewegung. Denken Sie an das Trägheitsprinzip. Ein ruhender Körper, menschlich oder anders, neigt dazu, in Ruhe zu bleiben, und ein Körper in Bewegung neigt dazu, in Bewegung zu bleiben. Nutzen Sie dieses Gesetz der Physik zu Ihrem Vorteil. Sagen Sie sich, nur noch eine Sache. Nur noch 5 Minuten. Bleib in Bewegung. Und Sie können eine weitere Sache von Ihrer To-Do-Liste abhaken. Nummer 5. Entwickle eine Routine. Oder, wie die Experten sagen, versuchen Sie es mit einer horizontalen Planung. Der Versuch, jeden Tag zur gleichen Zeit das Gleiche zu tun, spart und baut Energie auf. Es spart Energie, weil es die Unentschlossenheit reduziert. Sie führen die Hausarbeit routinemäßig aus. Das erzeugt Energie durch Gewohnheit, die Gewohnheit zu telefonieren, Mahlzeiten zu planen, Zeitung zu lesen, einen Kurs zu besuchen oder zu einer bestimmten Zeit zu einem Meeting zu gehen. Versuchen Sie, die maximale Anzahl von Aufgaben in eine Routine zu integrieren. Nummer 6. Trainiere und ernähre dich.
Studien zeigen, dass Bewegung den Stoffwechsel ankurbelt, Energie erzeugt, besser schläft und Glückshormone produziert, die zu positiver Einstellung, Lebensfreude und Lebensfreude beitragen. Haben Sie keine Angst vor dem Wort Diät. Es bedeutet einfach ein Lebensstil. Entwickeln Sie also einen Lebensstil, der Ihnen die Energie und Gesundheit gibt, die Sie brauchen, um Gottes Bestes zu geben. Nummer 7. Stellen Sie sich die halbe Zeit Frage. Wenn mein Leben davon abhängen würde, dass ich diese Aufgabe in der Hälfte der Zeit erledige, die ich ihr zugeteilt habe, welche Abkürzungen würde ich nehmen? Dann nimm sie. Nummer 8. Verwenden Sie einen Timer für alles. Was auch immer die Aufgabe ist. Benutze deine Stoppuhr. Im Moment benutze ich einen, und sein Ticken hält mich am Laufen. Und wenn du dir maximal 5 Minuten gibst, kann es dir helfen, etwas anzufangen, oder wenn sie sagen, ich höre in 5 Minuten auf, kann es ihnen helfen, fortzufahren. Auch wenn sie den Wecker stellen, versuchen sie, ihre Arbeit zu beenden, bevor er klingelt. Kurz gesagt, und wie das Parkinson-Gesetz sagt, die Arbeit dehnt sich aus, um die Zeit auszufüllen, in der sie abgeschlossen werden muss. Der Alarm hilft ihnen dabei, sich weniger Zeit zu nehmen. Mysteriöserweise wirkt die Tatsache, das Tick-Tack zu hören, das widerspiegelt, dass das Leben uns verlässt, als wirksames Stimulans. Nummer 9. Mach zuerst dein Schlimmstes. Was ist die schlimmste Aufgabe auf deiner To-Do-Liste? Tun Sie es zuerst, damit Sie diese schwere und beängstigende Wolke für den ganzen Tag loswerden. Verwenden Sie Ihren Wecker, um sich zum Starten anzuregen. Wenn Sie mit dem Schlimmsten fertig sind, wird Ihre Einstellung viel besser sein und Sie haben mehr Energie für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Nummer 10. Lies jeden Tag etwas über Zeitmanagement. Nur 5 Minuten am Tag helfen Ihnen, sich zu motivieren. Wenn Sie kein gutes Buch über Zeitmanagement haben, beginnen Sie damit, diese 12 Prinzipien jeden Tag aufs Neue zu lesen. Nummer 11. Sag Nein. Planen Sie Ihre Reiseroute, genannt Plan A. Folgen Sie dann Ihrem Plan und sagen Sie Nein zu sich selbst und anderen. Gehen Sie nur dann zu Plan B, wenn Gott Sie zu Plan B führt. Nummer 12. Beginnen Sie am Vorabend. Sehen Sie, was Sie in der Nacht zuvor tun konnten. Machen Sie Pläne für den nächsten Tag. Planen Sie die Mahlzeiten für den nächsten Tag. Wählen Sie die Kleidung aus, nehmen Sie sie heraus und bereiten Sie sie vor. Macht die Küche sauber. Starten Sie die Spülmaschine. Decken Sie den Tisch für die nächste Mahlzeit. Bestellen Sie das Haus. Mittag- und Abendessen zubereiten. Fleisch auftauen. Wäsche sortieren. Legen Sie die Sachen, die Sie mitnehmen müssen, neben die Tür. Kleine Schritte wie diese können viel bewirken, wenn es um Zeitmanagement und Ordnung zu Hause geht. Mir ist auch aufgefallen, dass sich diese kleinen Schritte wie ein Schneeball entwickeln, sobald sie anfangen, werden sie die Energie und den Enthusiasmus finden, um weiterzumachen. Herzreaktion. Vor dem Verlassen des Themas Ordnung in der Wohnung. Schauen wir uns das Herz des Hauses an, das Ihr Herz ist, lieber Freund. Wie ist Ihre Einstellung zu Ihrem Zuhause und Ihren Aufgaben? Ist Ihr Herz im Einklang mit Gottes? Wollen Sie, was Gott für die Verwaltung und Leitung Ihres Hauses will? Möchten Sie der Hausverwalter werden, den Gott für Sie vorgesehen hat? Ist Ihnen bewusst, dass die Verantwortung im Haushalt den Charakter stärkt,
dass die Verwaltung ihres Haushalts das Leben ihrer Mitmenschen bereichert und dass ein gut organisierter Haushalt dem Herrn und seinem Volk viel besser dient. Bitten Sie Gott, Ihnen zu helfen, sich in Richtung einer besseren Haushalterschaft zu bewegen, und haben Sie keine Angst, langsamer zu werden, fürchten Sie sich, nicht voranzukommen. Kapitel 16: Ein Herz, das einen wunderschönen Wandteppich webt. Bringen Sie den Mädchen bei, zu Hause vorsichtig zu sein. Titus 2, Verse 4 und 5. Als Frauen Gottes. Sie und ich sind mit der von Gott gegebenen Aufgabe gesegnet, in unserem Haus einen wunderschönen Wandteppich zu weben. Ein alter Andachtsschreiber beschrieb diese edle Rolle folgendermaßen: Zuallererst sollte das Zuhause wegen seiner Ordnung, Sauberkeit und Behaglichkeit der Anziehungspunkt sein, dann für die Harmonie seines Friedens und seiner Liebe, damit keine disharmonische Note die Musik seiner Freude stören kann, und dann für die Sorge um die Sicherheit seiner Wirtschaft und die Ehre einer Frau, die alles in Schönheit und Ordnung im Haus webt. Genau das wird eine Frau nach Gottes Herzen ihr ganzes Leben lang mit Freude anstreben. Aber wie immer müssen wir zuerst seine Einstellung in unser Herz aufnehmen, wenn wir auf eine Weise handeln wollen, die ihn verherrlicht. Die Schönheit des Berufes. Das weitere Forschen in Gottes Wort machte mich neugierig auf seine Art von Zuhause und die Schönheit, die daraus entsteht, ihm dort zu dienen. Ich habe in Titus kleinem Brief eine Goldgrube gefunden und meinen rosa Marker viel benutzt. In Titus 2, Verse 3 bis 5, fand ich noch eine weitere Vision für meine Bemühungen zu Hause, Wächter seines Hauses zu sein. Vers 5. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte eine gewisse Abneigung gegen das Wort Hausfrau, bis ich herausfand, was Gott im Sinn hatte. Davor klang es für mich nach Plackerei und alltäglichen Aufgaben. Als ich Jims Studienbücher noch einmal las, ich glaube, ich habe einige davon öfter benutzt als er schon, lernte ich, dass Hausfrau zu sein bedeutet, zu Hause zu bleiben, häuslich zu sein, eine gute Haushälterin zu sein und Hausverwalter. Eine andere Quelle betonte, dass der Hauptbereich der Tätigkeit und des Beitrags einer Frau das Haus sei, und eine andere kam zu dem Schluss, dass wir uns aktiv und mit der Hausarbeit beschäftigen sollten. Der Kommentar, der mein Herz am meisten berührte, war, dass ich nur ein Heimatliebhaber sein musste. Jede Frau, die in ihrem Kopf und in ihrem Herzen den Gedanken trägt, Home Sweet Home, qualifiziert sich als Heimliebhaber. Der Begriff steht letztendlich für eine würdevolle Haltung als Antwort auf den Aufruf von Titus 2, Vers 5, aber das Weben eines schönen Wandteppichs in unserem Haus erfordert auch Maßnahmen. Das Zuhause meiner Träume und Gottes Ruf Wirklichkeit werden zu lassen, bedeutet, dass ich dort sein und jeden Tag arbeiten und darin weben muss. Ich muss das Gemälde planen und die Farben, die Fäden und die Texturen auswählen. Ich muss wissen, wie der endgültige Wandteppich aussehen soll, und auf die Details achten, die ich auf dem Weg finde. Dieses Projekt erfordert tägliche Mühe und Zeit. So vereinen sich Mühe und Aktivität, Zeit, Arbeit, Pflege sowie geistige und körperliche Kraft zu einem schönen Zuhause. Schönheit kommt, wenn ich zu Hause aktiv bin, beschäftigt bin, den Anruf beantworte, die Herausforderung und die Freude, dort einen Wandteppich zu weben. Ja. Aber wie? Wo fängt eine Frau an, die von ganzem Herzen einen schönen Wandteppich in ihrem Haus weben möchte?
Verstehen Sie die Schönheit und den Segen von Gottes Willen für Sie. Gott lehrt uns seinen Willen, indem er uns beruft, Hausfrauen zu sein. Also dachte ich mir, wenn Gott mich berufen hat, im Haushalt zu dienen, ein Auge auf die Dinge zu haben und meine Aufgaben zu erledigen, dann sollte ich genau das tun wollen. Also habe ich die Entscheidung getroffen, und Sie möchten vielleicht dasselbe tun, länger zu Hause zu bleiben. Jetzt bleibe ich im Glauben mehr zu Hause, als mir lieb wäre, kümmere mich um mein Zuhause und vertraue darauf, dass Gott meinen Gehorsam segnet. Nun, ich bin nicht die ganze Zeit zu Hause, aber ich bin viel mehr da als früher. Und es gibt viele Segnungen. Zunächst einmal gebe ich weniger Geld aus, wenn ich zu Hause bin. Außerdem verbrauche ich weniger Kalorien und spare mir die Zeit, die ich für Fahrten benötigen würde. Nun, die letzte Belohnung, und Gott wusste, dass dies der Fall sein würde, ist das Wohlbefinden, das ich erlebt habe. Ich kann sehen, dass zu Hause alles in Ordnung ist und unter Kontrolle ist. Diese unschätzbare Realität ist auf die einfache Tatsache zurückzuführen, dass ich mich entschieden habe, etwas mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Beachten Sie, was passierte, als eine reizende Dame in meinem Kurs, Frauen nach Gottes Herz, dieselbe Entscheidung traf. In der Vergangenheit brachte jeder neue Tag viele Entscheidungen mit sich, wen würde ich besuchen, wohin würde ich gehen oder was würde ich tun. Als mein Mann nach Hause kam, freute er sich, wenn er das Bett gemacht vorfand, vielmehr, wenn es zum Mittagessen etwas Aufgetautes gab. Ich war wirklich nicht gerne zu Hause, da ich ein sehr sozialer Mensch bin und sogar meine Freunde über meine Familie stelle. Es erfüllt mich mit großer Freude zu sagen, dass Gott mein Leben und meine Prioritäten komplett verändert hat, nachdem ich seinen Plan für meine Tage entdeckt hatte. Jetzt stehe ich auf und schaffe es sofort, und ich lerne, bestimmte Aufgaben für jeden Tag einzuplanen, damit ich mein Haus in Ordnung halten kann. Ich plane meine Menüs 2 Wochen im Voraus und bevor mein Mann zur Tür hereinkommt, bereite ich das Essen vor. Was für eine Freude ich gefunden habe, meinen Mann, meine Kinder und mein Zuhause vor allem anderen zu wählen, es bringt mir eine Befriedigung und Zufriedenheit, die ich noch nie zuvor erlebt habe. Ist das nicht ein wunderschönes Gemälde und ein wunderschöner Wandteppich? Verstehen Sie, dass Sie lernen können, eine Hausfrau zu sein? Leider gehört die effektive Haushaltsführung nicht zu den vielen geistigen Segnungen, die wir sofort und automatisch erhalten, wenn wir uns bekehren. Ewiges Leben, der Heilige Geist in uns, die Vergebung unserer Sünden, um nur einige zu nennen, falls sie es sind. Aber man kann lernen, wie man sich um den Haushalt kümmert, und die Schrift sagt, dass ältere Frauen im Glauben jüngere Frauen unterrichten sollten. Dieses Konzept hat mir viel Hoffnung gegeben, weil ich, wie ich versucht habe, Ihnen zu sagen, wirklich keine Ahnung hatte, wie wir unser Haus zu einem Zuhause machen sollten. Deshalb fing ich an, nach einer dieser älteren Frauen aus Titus 2 zu suchen, jemandem, der Dinge in ihrem Haus tun würde, wie Gott es befiehlt. Gott sei Dank musste ich nicht lange suchen, ihr Mann war unser Sonntagsschullehrer. Julia ist eine wundervolle Frau, und es ist klar, dass sie jemand nach Gottes Herzen ist. Obwohl wir gleichaltrig sind, scheint sie die Weisheit einer Frau zu haben, die ein Vierteljahrhundert älter ist als ich. Als er sie ansah, sah er eine Heiligkeit, die von seiner sorgfältig gepflegten Beziehung zu Gott sprach.
Als ich sie mit ihrem Ehemann sah, sah ich eine Frau, die hilfsbereit, unterwürfig, respektvoll war und ihren Ehemann liebte. Ihre beiden Kinder im Vorschulalter waren gehorsam, höflich und hatten letztendlich die Kontrolle. Nun, Jim hat mir geholfen, es zu wagen, Julia anzurufen und sie zu bitten, mich mit ihr zu treffen. Sie war sehr erfreut, und ich konnte es feststellen, und wissen Sie, wo sie sich treffen wollte? In seinem Haus, wo, wie bei seiner Gastgeberin, alles sauber, ordentlich, effizient, ordentlich und an seinem Platz war. Beachten Sie, dass ich nicht gesagt habe, dass Ihr Zuhause schick und riesig ist. Ich lobe den Herrn, dass Julia diese Zeit mit mir verbracht hat, als sie mir die Richtung und den ersten Anstoß gab, damit ich anfing, meinen eigenen Wandteppich zu weben. Zuerst sprachen wir lange über sein Gebetsleben. Außerdem erzählte er mir genau, was er studierte und wie er es tat. Er zeigte mir, wo er es studiert hatte, und erlaubte mir, einen Blick in sein Gebetbuch zu werfen. Dann sprechen wir über die Ehe. Sie schlug eine Liste der besten Bücher zu diesem Thema vor und teilte mir erneut genau mit, wie sie versuchte, ihren Ehemann zu lieben und ihm zu dienen. Dasselbe geschah mit ihren Kindern. Julia brachte mir ihre persönlichen und biblischen Prinzipien für Disziplin, Training und Liebe im Haushalt bei. Endlich sind wir beim Thema Heim angelangt und ich habe sogar noch einen Zusatzpreis bekommen. Er zeigte mir sein kleines Haus, öffnete die Schubladen, Schränke und sogar Türen. Ich konnte nicht sprechen. Das Innere seines Hauses sah nicht so aus wie das Innere meines. Verstehe mich nicht falsch. Julia prahlte oder prahlte nicht. Sie lehrte mich, das ist, was die Bibel sagt, dass ältere Frauen mit Jüngeren tun sollten. Sie brachte mir ein System bei, das für sie funktionierte. Sie zeigte mir, wie sie ihr Haus in kurzer Zeit in Ordnung hielt. Ich kann sie immer noch hören, wie sie mich in ihrer Küche unterrichtet. Er hockte sich zu den untersten Schränken hinab und öffnete ihre Türen. Da waren die Teller. Sie erklärte mir, mein Prinzip ist ein Platz für alles und alles an seinem Platz. Und hier ist Platz für Teller und Servietten. Sie stehen direkt neben der Spülmaschine, wenn meine Kinder also ihr Geschirr herausholen, können sie es bis zu ihrer Größe hineinstellen. Auch wenn es Zeit ist, den Tisch zu decken, können sie die Teller und Servietten mit Leichtigkeit greifen. So eine Lektion kann man nicht bepreisen. Ich habe alles empfangen, alles gehört und alles gesehen. Diese paar Stunden mit Julia haben definitiv mein Leben verändert. Ich habe einen anderen Freund, der mir beigebracht hat, wie man mein Haus putzt. Alles begann mit einem Ministerruf. Ich organisierte ein Planungstreffen für das Frauenkomitee unserer Gemeinde und Blanca sagte mir, plane es nicht für Freitag, denn das ist der Tag, an dem ich mein Haus putze. Sie klang so begeistert von ihren Putzplänen, dass ich sie fragte, ob ich eines Freitags bei ihr zu Hause vorbeischauen und ihr beim Putzen zusehen könnte. Als ich dort war, erhielt ich eine weitere unschätzbare Lektion. Blanca begann mit dem Schlimmsten zuerst, ihren Badezimmern. Ich sah genau, wie er sie reinigte, die Produkte, die er zum Reinigen verwendete, und sein Bürstensitt. Schwämme, Schaber und Lappen. Dann zeigte er mir, wie er jeden Raum im Kreis reinigte, beginnend links von der Tür, und sich Stück für Stück im Raum bewegte. In wenigen Minuten war es vorbei. Ich erinnere mich auch,
in einem Buch gelesen zu haben, das Anne Ortlund über Jüngerschaftsgruppen geschrieben hat, die sich, raten Sie mal, wo? In ihrem Haus trafen. Bei unserem ersten Treffen nahm Anne die Gruppe mit zu sich nach Hause und sagte, nun, das ist mein Haus. Das bin ich. Sie können gerne in jede Schublade, jeden Schrank, jedes Zimmer, jeden Schrank oder jedes Buch schauen. Was Sie dort finden, ist, wer ich bin. Das wahre ich. Bleiben Sie länger zu Hause. Ohne es zu wissen, hat mein Mann Jim viel zur Schönheit unseres Hauses beigetragen. Als junge Mutter mit zwei kleinen Mädchen und einem zu versorgenden Zuhause fing ich an, mich zu beschweren und zu Jim zu weinen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, ich kann anscheinend nichts Gutes tun. Jim, ein Experte für Zeitmanagement und ein Mann mit der spirituellen Gabe des Managements. Er war der falsche Ansprechpartner. Das Erste, was er mir sagte, war, meinen Kalender zu nehmen, tolle Idee. Dann, als ich es offen auf dem Küchentisch hatte, sagte er, LIZ, an welchem Tag musst du etwas außerhalb des Hauses erledigen? Ich sagte es ihm am Mittwoch, da das der Tag unseres Frauenbibelstudiums in der Kirche war und ich unbedingt dabei sein wollte und musste. Dann sagte Jim, okay, Mittwoch ist dein Tag, an dem du nicht zu Hause bist. Ich möchte, dass sie versuchen, all ihre Besorgungen, Läufe und Besuche mit ihren Freunden am Mittwoch zu erledigen und den Rest der Woche zu Hause zu sein. Obwohl sie es nicht wirklich gesagt hat, war ich gefangen. Aber wie oft habe ich seitdem Jim und Gott für diese Richtung gedankt? Sein einfacher Rat hat mein Leben verändert und dazu beigetragen, unser Zuhause zu einem wunderschönen Wandteppich zu machen. Später stieß ich auf ein Sprichwort, das vom Wert von Jims Rat sprach. Weisheit erscheint im Angesicht des Verstehens, aber die Augen eines Toren schweifen bis ans Ende der Erde, Sprüche 17, Vers 24. Mit anderen Worten, Weisheit sieht die Dinge vor uns, was zwischen unseren Füßen liegt, und das ist unser Zuhause. Die weise Frau erkennt den Wert des Zuhause-Seins. Aber die dumme Frau, wie ich es war, sucht immer, da draußen, im Einkaufszentrum, in den Läden, im Haus eines Freundes und so weiter, nach Befriedigung, Anregung, Aktivität und Freude. Ich bin sehr dankbar, dass mein Mann Jim mir geholfen hat, mein Leben so zu organisieren, dass ich zu Hause beschäftigt war und meine Zeit und Energie darauf verwendet habe, etwas Kostbares und von ewigem Wert zu stricken. Noch heute folge ich diesem Wochenplan, mittwochs auszugehen, weil es bei mir sehr gut funktioniert hat. Ich möchte schnell sagen, dass ich auch verschiedene Lebensstile kennengelernt habe. Ich war eine Vollzeitsekretärin, Lehrerin, Nachtlehrerin, Hausfrau, Teilzeitlehrerin und Buchhalterin in meinem Haus. Ich arbeite jetzt Vollzeit und helfe dabei, alles zu leiten, was mit Christian Development Ministries zu tun hat, dem Dienst, den mein Mann und ich begonnen haben, reise jedes Wochenende, um zu sprechen, und versuche, jeden Tag zu schreiben. Meine Tage beginnen früh und gehen in den Abend, da ich nicht nur meinen Job habe, sondern immer noch hart arbeite, um Gott zu erlauben, mich zu gebrauchen, um seine Schönheit in den Wandteppich unseres Hauses zu weben. Was auch immer mein Job ist, mein Mann, meine Töchter und mein Zuhause werden immer meine oberste Priorität sein. Meine Arbeit und mein Dienst stehen für mich auf Gottes Prioritätenliste weiter unten. Ich werde später mehr dazu kommentieren.
Ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht der Beruf einer Hausfrau, Schließlich ist niemand außer mir dafür verantwortlich, unser Zuhause zu führen, sowohl die Menschen als auch den Ort. Deshalb habe ich zu vielen Dingen, die ich eigentlich gerne tue, Nein gesagt, damit ich die Zeit habe, zu Hause zu sein und weiter an meinem wunderschönen Wandteppich zu arbeiten. Ich gehe selten zum Mittagessen aus. Ich kaufe, wenn überhaupt, im Versandhandel ein. Ich habe aufgehört, lange und ausgedehnte Telefongespräche zu führen. Ich musste sogar meine Lektüre auf das Wesentliche reduzieren. Und all diese Veränderungen und andere kamen, als ich beschloss, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich ein unersättlicher Leser bin, und in einem Buch über Haushaltsführung brachte mich der Titel eines Kapitels zum Lachen: Dieses kleine Schwein ist zu Hause geblieben. Sagt es nicht alles? Ich habe zugesehen, als die beiden Autoren dieses Buches in NBC's The Today Show interviewt wurden. Sie wurden nach den Grundsätzen ihres Bestsellers gefragt. Sein wichtigster Grundsatz lautet: Verlasse niemals das Haus, bevor du alle Aufgaben des Tages erfüllt hast. Es gibt keine Möglichkeit, dass Sie Ihr Haus nicht in Ordnung haben, wenn Sie diesen Rat befolgen. Aber es erfordert eines: Sie müssen Zeit zu Hause verbringen, um die täglichen Aufgaben erfüllen zu können. Organisieren Sie Ihre Ausflüge. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel nicht einfach so in die Reinigung rennen kann. Stattdessen verstand ich, dass ich bei der Reinigung anhalten musste, während ich andere Besorgungen machte. Ich entwickelte eine Dinge unterwegs erledigen Routine, die alle meine Besorgungen, die Reinigung, die Post, die Bank, den Lebensmittelladen und jede andere Station umfasste. Eines Morgens, als ich in der Reinigung war, sah ich das ultimative Beispiel für diese Mach-es-unterwegs-Praxis. Ein VW-Käfer hielt an, durch die Feuergasse, die Fahrerin sprang aus dem Auto, ohne auch nur den Motor abzustellen. Sie schnappte sich ihre schmutzigen Kleider, rannte hinein und warf sie auf die Theke, während das Dienstmädchen sich beeilte, ihre sauberen Kleider zu holen. Sobald sie die saubere Kleidung gepackt hatte, eilte sie zum nächsten Halt auf ihrer Liste. Stellen Sie sich das Bild so vor, wie ich es beschreibe: Die Frau trug einen schicken Anzug, trug Laufschuhe, ihre Turnschuhe und hatte heiße Lockenwickler im Haar. Es war 8.15 Uhr morgens und diese Frau erledigte ihre Besorgungen auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht habe ich, wie diese Frau, viele Bücher gelesen, die Licht ins Dunkel bringen, insbesondere für die berufstätige Frau, deren wichtigster Ratschlag mit der Nutzung der freien Zeit zu tun hat, die Zeit, die als Arbeitnehmerzeit betrachtet wird, die sie nach Belieben nutzen kann. Zur freien Zeit gehört die Mittagspause. Eine berufstätige Frau kann ihre Mittagspause entweder nutzen, um zu klatschen und sich leeres Geschwätz und Beschwerden anzuhören, oder sie kann sie, wie das Buch vorschlägt, nutzen, um zur Post zu gehen oder auf dem Markt einzukaufen, verderbliche Dinge, oder um unzählige andere Dinge zu tun, die es ihnen ermöglichen, nach Hause zu gehen, sobald sie mit der Arbeit fertig sind. Wenn Sie einen Job außerhalb des Hauses haben, ziehen Sie diese beiden Möglichkeiten in Betracht, besser organisiert zu bleiben, damit Sie mehr Zeit zu Hause verbringen können. Erledige deine Besorgungen, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du zurückkommst, und nutze deine Mittagspause.
Sie werden glücklicher sein, wenn sie nach Hause kommen und daher besser in der Lage sein, die Art von Hausfrau zu sein, die sie und Gott von ihnen erwarten. Herzreaktion. Nun, lieber Strickerkollege, nehmen Sie sich Gottes Lehre zu Herzen. Schätzen Sie Ihr Zuhause. Ist es für Sie ein Home Sweet Home, das Sie vermissen, wenn Sie nicht da sind? Liegt Ihr Herz wirklich an Ihrem Zuhause? Sind Ihnen der Ort und die Menschen darin wichtiger als jede andere Person oder Sache? Vor Jahren beantwortete ich Fragen wie diese, und ich antwortete auf Gottes Ruf, eine Mutter zu sein, die zu Hause bleibt, und dabei schrieb ich eine Liste mit Dingen, die ich tun würde, in Bezug auf mein süßes Zuhause. Ich war zuvor das Buch der Psalmen durchgegangen und hatte mir dabei notiert, wie oft der Psalmist die Zukunftsform für sich selbst verwendete. Ich habe den Pakt, den ich mit Gott geschlossen habe, das Herz einer Hausfrau genannt. Wie Sie feststellen werden, hat dies mit vielen Dingen zu tun, über die Sie bereits gelesen haben. Ich werde vor meiner Familie aufstehen, damit ich mich geistig und körperlich vorbereiten kann. Ich bereite Frühstück für meine Familie zu und sitze bei ihnen, während sie essen. Ich werde fleißig daran arbeiten, jedes Mitglied meiner Familie in guter Stimmung zu führen. Ich werde mich jeden Tag bei meinem Mann erkundigen, ob er etwas Besonderes möchte, das ich für ihn tun soll. Ich werde das Haus sauber und in Ordnung halten. Ich werde positiv antworten. Ich werde für die Bedürfnisse meines Mannes sorgen. Ich werde meinen Mann vor meine Kinder stellen. Wenn sie nach Hause kommen, werde ich jedes Familienmitglied persönlich begrüßen. Es wird meine Gewohnheit sein, glücklich zu sein. Ich werde gute und besondere Gerichte für meine Familie kochen. Ich werde das Abendessen zu einer besonderen Zeit machen. Ich werde täglich wachsen im Bereich meiner Gemeinschaft mit dem Herrn, meiner Ehe, Familie und Haushaltserhaltung. Hast du das Herz einer Hausfrau? Wenn Sie es nicht haben, bitten Sie Gott um seine verwandelnde Berührung. Es wird ihr helfen, zu gehorchen, ihr Freude an der Aufgabe geben, zu der sie berufen wurde, und die Schönheit des Wandteppichs hervorheben, den sie webt. Im Namen des mehrsprachigen christlichen Teams, hörende Frau, dass Sie diesen für Sie geschaffenen und entwickelten Kanal genießen, auf dem Sie die besten Adeptionen christlicher Bücher in Ihrer Sprache hören können. Bücher, die vom Wort Gottes inspiriert und von berühmten christlichen Autoren geschrieben wurden. Wir ermutigen Sie, sich uns anzuschließen und diese neue Hörbuchreihe mit dem Titel »Eine Frau nach Gottes Herzen« zu genießen, die von Elisabeth George. Frauenautorin dieses und anderer berühmter Titel. Elisabeth George ist eine amerikanische Autorin und christliche Rednerin aus Seattle, Washington. Sie ist Autorin von mehr als 80 Büchern und Geschenkbüchern, die sich hauptsächlich an erwachsene Frauen, aber auch an junge Erwachsene, Teenager, Tweens und Kinder richten. Frieden und echte Freude kommen, wenn Frauen Gott in jedem Bereich ihres Lebens folgen und nach seinem Herzen sind. Die Autorin teilt ihre Sichtweise darüber, wie man Gottes Prioritäten in Bezug auf ihren Ehemann, ihre Kinder, ihr Zuhause, ihren täglichen Weg und ihren Dienst befolgen kann. Wir laden Sie ein, uns nächste Woche mit neuen Kapiteln dieser Serie mit dem Titel »Eine Frau nach Gottes Herzen«
Und wenn dir dieses Video und der Kanal gefallen haben, ermutigen wir dich, uns beim Wachstum zu unterstützen, indem du Gefällt mir, gibst und abonnierst, damit wir weiter daran arbeiten können, dir die besten Inhalte zu liefern. Bis nächste Woche. Gott schütze dich.